Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Oh, diese Gartentür. Oh, Mann, wann würden die endlich mal repariert? Oh, man bräuchte echt mal ein Handwerker in diesem Haus. Wenn er nebenbei noch gut aussehen würde, wäre auch nicht schlecht. Na Jungs, wo seid denn ihr? Hey, raus hier. Na komm, ihr Faulen. Mann. Kein Handwerker, keine Meerschweinchen im Außenbereich und ich krauche auf den Wiesen rum. Ach, hallo, grüßt euch, na, alles schön? Ja, guckt mal, es geht wieder los. Es gibt Gras und zwischendurch schon ein bisschen wilde Möhre und ein bisschen Löwenzahn. So langsam geht es los. Aber langsam ist eigentlich irre, oder? Ist es nicht eigentlich viel zu früh? Schön für uns, schön für die Meerschweinchen, gut für meinen Geldbeutel. Viele von euch sagen ja, bei uns gibt es noch gar keine Wiese. Wenn ich hier hinten raus, wo ich sonst immer lang bin, da gibt es auch noch nicht wirklich Wiese. Aber es gibt immer so Ecken, wo die Sonne schon viel eher hinkommt und da wächst das Gras schon ziemlich gut. Müsst ihr hier so einen Krach machen? Aber irgendwie läuft hier heute nichts rund. Naja, ich werde erstmal den Meerschweinchen ein bisschen was Grünes geben. Kommt ihr mit? Lass das Frühling werden. Was beschwert ihr euch? Über meinen Gesang? Ach, das hört sich nur so schlecht an, weil ihr unter Wasser seid. Ich kann noch gut singen. Man muss bloß dran glauben. Lass es Frühling werden, lass es Frühling werden. Na Mädels, guckt mal, was ich euch mitgebracht habe. Hm? Ich hoffe, ihr habt schön Heu vorneweg gefuttert. Wo ist denn der Stock schon wieder? Ach, Mensch. Habt ihr schon gut gefrühstückt? Habt ihr gut Heu gefuttert? Ja. Ich hab euch lecker Gras mitgebracht. Ja. Aber nur Gras geht natürlich jetzt auch nicht. Ja, das wisst ihr. Ja. Ihr müsst das schön langsam futtern und nicht in Massen. Ach, wisst ihr was? Ich mach's heute euch mal ein bisschen schwieriger. Ja, es wird nicht einfach so hingelegt. Ihr könnt auch mal ein bisschen was tun dafür. Hm? Ja. Guckt mal hier. Ist das nicht einfach toll, die Meerschweinchen so zu sehen, wie sie sich ihr Futter erarbeiten? Ja, viele werden jetzt, oder der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, wenn sie sich da so strecken müssen und dann kann auch was passieren und sie können einen Bandscheibenvorfall bekommen. Ja, natürlich, es kann immer irgendetwas passieren. Aber wir müssen die Meerschweinchen beschäftigen. Ja, sie sollen nicht müde sein, nur weil sie satt sind, sondern sie sollen müde sein, weil sie sich bewegt haben. Dann bleiben die Meerschweinchen auch fit. Ja, es ist auch so, bei uns Menschen kann es passieren, der fast nur in der Wohnung ist und im Büro arbeitet, auch der kann einen Bandscheibenvorfall bekommen. Ja, so müssen wir das auch mal denken. Aber wenn wir uns bewegen, in die Natur rausgehen, und dann bleiben wir fitter. Und so ist das mit unseren Tieren auch. Und die Meerschweinchen können wir hauptsächlich nur über das Futter beschäftigen. Weil für Meerschweinchen ist das Leben fressen. Ja, so ist es ja natürlich auch in der Natur. Sie müssen sich den ganzen Tag ihr Futter erarbeiten. Ja, da sagt man ja, die gehen los und grasen und das hängt ja nicht da oben. Nein, auch die müssen sie strecken. Auch die möchten ja auch an bestimmte Knospen oder Kräuter kommen, die nicht nur immer vor der Nase sind. Auch die Meerschweinchen in der freien Natur bewegen sich und die strecken sich auch und die stellen sich auch mal auf zwei Beinchen. Wie man das hier gut sehen kann, ja. Die sehen so plump aus und können auf zwei Beinen sitzen und das Futter sich von oben holen. Und das hält sie wiederum fit. Ja, und immer Zweige mitbringen. Dadurch werden sie nicht so schnell satt. Ja?
das beugt wieder vor, dass sie genügend knabbern und dadurch sich die Zähne abnutzen. Und schon bleiben sie wieder fitter. Weil wenn du ein Zahnproblem hast, hast du echt ein richtiges Problem mit dem Meerschweinchen. Das sage ich euch. Ja, also und dran denken, wir können jetzt nicht in Massen hier Gras füttern. Auch wenn das jetzt hier so viel aussieht. Meine Meerschweinchen bekommen ja morgens immer erstmal gutes Heu. Und dadurch haben sie eine gute Basis und vertragen jetzt auch das Gras gut. Dran denken, das frische Grün ist jetzt sehr eiweißhaltig. Und nicht von heute Supermarkt und morgen nur Gras, das funktioniert nicht. Sie bekommen nachher auch wieder von mir noch Salat und ein bisschen Gemüse. Und, aber jetzt beschäftige ich sie einfach über das Gras. Und das sind doch einfach tolle Bilder, oder? Ist das nicht schön zu sehen, wie die auf dem Baumstamm hochklettern, um an das Gras zu kommen? So beschäftigen wir unsere Meerschweinchen. Ja? Und Beschäftigung ist das A und O. Ja? Und ja, sie müssen sich bewegen und sie müssen vielleicht eine Bewegung machen, die nicht so natürlich ist. Aber glaubt es mir, jeden Tag vor einer vollen Schüssel zu sitzen, ist auch nicht natürlich. Ja, es ist so, in der Natur haben sie Fressfeinde. Ja, in der Natur sind sie dem Klima immer ausgesetzt. Was haben sie denn bei uns? Sie haben immer einen trockenen Popo, sie haben ein Dach über dem Kopf und sie bekommen immer ausreichend Futter. Und auch das, diesen Luxus, den sie haben, der macht sie auch schnell krank. Und den können wir ein bisschen vorbeugen, indem wir es ihnen auch manchmal ein bisschen unbequemer machen. Ja, so ist es halt einfach. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine, bunte oder grüne Beitrag gefallen. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden, wie immer mit den Worten, liebe Grüße, euer Fan. So, jetzt bekommt ihr auch noch euren Anteil. Guckt mal, ich habe sogar einen Zweig gerettet vor den Mädels. Jo, erarbeiten ist die Devise. So. Zack. Na Krümel, also dein Blick. Weißt du überhaupt, dass du damit schon ganz viele Zuschauer beeindruckt hast, wie du immer in die Kamera schaust? Du schaust nicht nur in die Kamera, sondern du guckst mich selbst an. Verstehst du, was ich sage? Verstehst du's? Ey Socke, versteck dich mal nicht. Der Markus denkt, sonst geht dir nicht gut. Was hast du gesagt? Sag mal. Der Markus ist immer so großzügig zu dir. Ach, das war nicht für Markus, das war für mich. Na danke. Also liebe Grüße an Markus, ja? Und Mikkel, willst du nicht auch mal liebe Grüße an Saba senden? Du bist ganz schön eingebildet, mein lieber Freund. Ja, das bist du. Naja, ich glaube, die nimmt dir das nicht krumm. Die mag dich viel zu sehr. Na, lasst es euch schmecken und passt auf, dass die Vögel euch nicht zu viel wegfressen. Die sind total scharf drauf, auf die Weide, glaube ich.